Also ganz angefangen hat das im 2016 eigentlich mit der Inspirationsphase, wo ich gesagt habe, erste Gespräche über ein Stück Land, wo man so etwas könnte machen. Im Frühjahr 2017 haben wir dann angefangen mit dem Erwerb von dem Land in Buswa. Und Landwirtschaft war eigentlich der Hauptfokus am Anfang. Im Sommer 2017 haben wir dann unsere Webseite erstellt und ein Steuerbefreiungsgesuch das erste Mal eingereicht, bevor wir den Verein haben können gründen. Das ist dann ein relativ langer Prozess geworden. Im Februar 2018, nach einem Meditationsretreat, bin ich dann heimgekommen und habe den Brief vom kantonalen Steueramt Zürich im Briefkasten gehabt und Freude herrscht. Also sie haben uns die Steuerbefreiung gegeben und wir haben dann auch feierlich den Verein können gründen im März 2018. Das ist der Israel, den werden wir nachher live hören aus Ghana. Er ist ein guter Freund von mir, den ich kennengelernt habe während der Doktorarbeit. Er hat eigentlich im Osten vom Land gelebt und unser Projekt ist ja im Westen. Und er hat gesagt, als ich da angefangen habe, das Land zu kaufen, ich muss dort sein, ich muss das Investment absichern, ich muss jetzt schauen, dass dort jemand vor Ort ist, der sich um das kümmert. Und das heisst, er ist dann nach vom Osten in den Westen gezogen. Also hat seinen Lebensmittelpunkt dorthin verschoben und ist jetzt auch das Gründungsmitglied von OPC Ghana und der Direktor, also der CEO, der eigentlich die Koordination des Projekts macht. Dann hat es bereits angefangen mit der ersten Studie. Also wir haben Joanna gehabt von Deutschland, die eine Machbarkeitsstudie gemacht hat. Zum zu schauen, was sind kritische Erfolgsfaktoren von so einem Projekt, wo etwas Ähnliches in Ghana gemacht haben, wo wir möchten machen, auf was müssen wir gut schauen und was könnte zu einem Problem werden. Das war eine sehr wertvolle Arbeit für uns. Genau, in der Schweiz ist der Vereinsaufbau angelaufen. Wir haben unser Konto eröffnen und das Fundraising anreissen. Dann da zwei weitere Studenten, Masterstudenten von mir, die mit mir in der Elfenbeinküste geschafft haben für den Postdoc. Und sie sind dann auch da gekommen und haben gefunden, wir möchten etwas mit der Bodenfruchtbarkeit machen. Wir möchten uns auf Pflanzenkohle, Biokohle fokussieren. Haben wir dann da einen improvisierten Biokohle Ofen zusammengeschustert aus zwei alten Ölfässern und so angefangen, an der Bodenfruchtbarkeit eigentlich zuerst mal zu arbeiten. Es hat dann auch die ersten schönen Biogemüse gegeben. Und da haben wir den Moses, hat mir sehr viel geholfen für die Doktorarbeit. Er ist dann auch mittlerweile jetzt Gründungsmitglied und der Sekretär vom Verein. Da ist er uns geholfen, Beratung geben, wie dass wir Bananen sollen pflanzen. Also wir haben wirklich mit der Landwirtschaft eigentlich angefangen. Wir haben auch einen Song aufgenommen. Wir sehen hier den Robin, der gerade Gitarre am Einspielen ist. Das haben wir hier in Zürich gemacht. Und den kann man auch hören auf der Webseite. Und so. Gleichzeitig erste Gäste aus der Schweiz. Die sind jetzt, wollen surfen und dann noch ein Projekt anschauen und so. Und das hat auch gut geklappt. Je nachdem, wenn es dann Trägersaison ist, bleibt man dann halt ein bisschen im Schlamm stecken, bevor man dann am Surfort ist. Also. Dann die erste Stiftungs-Fundraising-Kampagne, wo wirklich mal strukturiert das Projekt aufgeschrieben hat und so weiter, ist dann im Sommer 2018 gewesen. Und gleichzeitig haben dann auch die zwei Damen, Herren, Delfin und Pablo von der ETH ihr zertifiziertes Berufspraktikum gemacht. Sie werden auch später noch auf dem Panel etwas sagen über ihre Erfahrungen unten. Da sieht man sie dann unten in Ghana mit der Crew auf dem Feld. Also da ist noch gar nichts gestanden unten. Da hat man noch nicht nochmal mit kurzen Hosen auf dem Land rumlaufen, sondern es war alles voller Stacheln gewesen. Und man hat zuerst mit der Machete wirklich müssen das Land säubern und sie haben sich ziemlich ins Ziel gelegt. Gleichzeitig haben wir unsere erste solarbetriebene Wasserpumpe können kaufen, wo dann den Biogarten, den sie maßgeblich mitentwickelt haben, tut bewässern. Da sieht man sie voll in der Arbeit drin, wo wir jetzt ein paar von diesen Ölpalmen abgenommen haben, die auf dem Land gestanden sind. Es war eine Monokultur Ölpalmen, die wir erworben haben.
Und da wirklich das schön am, nach Schweizer Massarbeit so schön das Beet am Auslegen. Ja, genau. Das war eine Freude, um zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat. Wir haben auch hergeschafft, um dann schlussendlich im Oktober dann können den Verein gründen zu Ghanadonnen. Das war auch ein längerer Prozess gewesen, und wir waren happy, als wir die Zertifikate schlussendlich dann hatten. Und eben wie gesagt, Moses und Israel, beide werden wir nachher noch live hören, wenn es klappt, sind Gründungsmitglieder von OPC Ghana. Da sehen wir jetzt eine Luftaufnahme von dem Land. Und da, also das meiste, was man sieht, das sind Ölpalmen. Hm? Das ist Palmöl, das sind Monokulturen. Und da haben wir jetzt ein paar von diesen Palmen runtergenommen und den Biogarten hier ausgelegt. Da sieht man Solarpanels. Und also wir haben dann angefangen, Stück für Stück das, die Monokultur zu diversifizieren. Da sieht man, wie wir zuerst unser Solarsystem etabliert haben. Und dann haben wir einen grossen Tank gehabt, oder? Und der hat irgendwie auf das Land kommen. Wir haben aber noch keine Strasse gehabt. Es hat aber geklappt und es war eine riesige Freude, wo wir dann den auf unserer ersten Betonstruktur auch hatten. Und jetzt können wir probieren, das Wasserthema wirklich gründlich zu lösen. Der Pablo hat dann das System ausklügelt, zusammengeschraubt und gesagt und gemacht und da, bis das Wasser gelaufen ist. Und das ist eigentlich ein grosser Erfolg für uns. Also das kommt aus dem Boden, das Wasser, geht dann da eben direkt in den Tank, oben rein, nachher da unten wieder raus und schlussendlich kommt da noch der Biodünger dazu. Also da kann man einen Sack zum Beispiel Hühnermist rein tun, der dann in Lösung geht, die Nährstoffe. Da wird es noch gefiltert und nachher geht es da in unser solarbetriebene Bewässerungssystem für den Biogarten. Das war so ein bisschen der erste Meilenstein für uns. Ja, und es wächst schön. Wir haben keine Trockensaison mehr bei uns jetzt. Und können genug Gemüse eigentlich produzieren für unsere Familie, für die Leute, die angestellt sind. Und alles, was wir Überschüsse haben bis jetzt, nehmen wir so ein bisschen in die Schweiz und auch viel verschenken für die lokalen Leute. Den Moses haben wir können anstellen dann im November. Mittlerweile sind es 10 beschäftigte Leute. Und dann weiter an der Weiterentwicklung eigentlich geschafft von der Landwirtschaft. Gegen Ende 18 haben wir dann können den Landkauf abschliessen. Und das war auch ein grosser Schritt gewesen eigentlich für uns. Das ist der Chief. Das ist sozusagen die traditionelle Hoheit in Ghana, die über das Land eigentlich herrscht. Sozusagen. Also wenn man Land möchte, muss man zu ihm gehen. Ja, Pablo und Delfin haben da schön mit den Teams ihr Praktikum abgeschlossen und sind jetzt Vereinsmitglied. Also schöne Geschichte. Wir haben uns auch ein bisschen dann Networking gemacht in der Welt, weitergebildet auch im Fundraising, weil die Stiftungs-Fundraising-Kampagne 2018 noch nicht so erfolgreich war und haben dann dort ein bisschen investiert. Das hat sich schlussendlich auch gelohnt. Im Dezember ist es losgegangen mit Materialbeschaffung für unseren ersten Container. Wir haben dann gesagt, neben dem Lernzentrum möchten wir noch eine grössere Farm, wo wir dann auch profitabel sein könnte, wo wir könnte etwas auch Geld erwirtschaften, dass wir nicht fürs Leben lang in dem Sinn von den Spendengeldern aus der Schweiz abhängig ist, sondern auch lokal etwas kann erwirtschaften und das dann das Lernzentrum kann unterstützen. Wir haben ganz viel also landwirtschaftliches Material zusammengetragen und haben einen Container geladen und verschifft. Ein paar Zahlen 2018. Also, wie gesagt, das Stiftungsfundraising war nicht sehr ergiebig. Ich habe 100 Anträge geschrieben, von denen habe ich genau eine Spende bekommen. Und zwar von einer Stiftung, die ich nicht einmal angeschrieben habe. 4'000 Franken. Und wie gesagt, habe ich mich dann weitergebildet in diesem Thema und das hat sich auch gelohnt. Nichtsdestotrotz, im ersten Jahr haben wir etwa 42'500 Franken Spenden erwirtschaften. Ausgegeben haben wir nicht ganz alles, Eigenleistungen waren noch viel, also das ganze Landkauf, die Ölpalmen, die man kauft, Traktoren usw. Das ist alles nicht über den Verein gekauft.